Wir befinden uns hier im Süden von Tansania und schauen uns einige der vielen Projekte an, die durch die Aktion Sternsingen unterstützt werden. Das ist Shafi. Er wird uns dabei begleiten und jetzt starten wir gleich los zu seiner Schule. Let's go, Shafi! Im vergangenen Sommer haben Elsa Platzkummer und Magdalena Ferdig von der katholischen Jungschau Südtirols auf ihrer Reise durch Tansania im kleinen Dorf Msindo Shafi Mabunda getroffen. Shafi ist 18 Jahre alt. Er ist mit einer körperlichen Beeinträchtigung geboren. Vor 3 Jahren wurde Shafi der RIFO empfohlen. Diese örtliche Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Seither lebt Shafi in Msindo. Mit dem Dreirad, das auf ihn zugeschnitten ist, kann Shafi eigenständig in die Schule fahren. 17 engagierte Frauen und Männer haben die Stiftung RIFO, die Rovuma Initiative Step Foundation, vor vielen Jahren gegründet. Anfang der Nullerjahre haben sie mit einem kleinen Budget einen Kindergarten gebaut. Im Jahr 2012 diese Primary School. Wir haben hier viele Waisenkinder, auch in der Gegend. Und viele sind die Kinder von meinen ehemaligen Schulkameraden, Klassenkameraden. Und immer habe ich gesehen, diese Kinder, und ich konnte irgendwie mich erinnern, einfach durch Gesichter von diesen Kindern, Mensch. Und dann denkst du, der Vater ist tot, die Mutter ist tot. Und das Kind ist da und du siehst das Gesicht von dem Vater und von der Mutter, mit dem du in die Schule gegangen bist. Und so, das hat mich immer wieder beschäftigt, dass irgendwas, wenn ich kann, tue ich für diese Kinder. Der 49-jährige Tumaini Ngonyani ist hier in Msindo als Sohn einer Krankenschwester und eines Baumeisters aufgewachsen. Er hat in Tansania, in Innsbruck, Mainz und Münster Theologie, Philosophie, Kirchenrecht und Liturgie studiert. Seit 2017 ist er Pfarrer von Tiesens, inzwischen auch von St. Felix und unsere liebe Frau im Walde. Er hat die Südtiroler Jungschau-Verantwortlichen in seine Heimat Tansania begleitet. In den vergangenen Jahren wurden in Tansania zwar viele öffentliche Schulen gebaut, aber es hapert mit dem Unterricht. Viel zu wenige Lehrpersonen sind vorhanden. Oft muss sich ein Lehrer oder eine Lehrerin um 100 und mehr Kinder kümmern. Da wird Lernen unmöglich. Anders ist es hier in der privat geführten Schule von Msindo. Die Kinder gehen zuerst 1 bis 2 Jahre in den Kindergarten, dann 1 Jahr in die Vorschule und kommen danach 7 Jahre lang in diese Grundschule. In den 8 Klassenzimmern unterrichten derzeit 18 Lehrpersonen, insgesamt 163 Kinder und Jugendliche. Wie bei uns lernen die jungen Menschen Schreiben und Rechnen, Geschichte und Geografie, Naturkunde und Technik. Und das alles in Englisch. Auch praktischer Unterricht steht auf dem Programm. Die jungen Menschen sollen so eigenständig wie möglich leben können. Lehrerin Jessica Williams lehrt unter anderem Kochen. Die Freude ist groß in Msindo. In den Tagen rund um den Besuch der Jungschau-Verantwortlichen aus Südtirol konnte die neue Krankenstation im Dorf fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Die Krankenstation wurde mit Hilfe von Missio, Bozen, Brixen und Spenden aus Südtirol und Deutschland gebaut. Für Erste-Hilfeleistungen müssen die Menschen nun nicht mehr viele Kilometer weit ins öffentliche Krankenhaus nach Songea fahren. Vor allem schwangeren Frauen gibt die Krankenstation Sicherheit. Sie werden hier versorgt. Blutuntersuchungen können umgehend vorgenommen werden. Die Müttersterblichkeit wird verringert. Auch die Schulkinder werden bei Bedarf schnell und unkompliziert ärztlich behandelt. Elsa Platzkummer und Magdalena Ferdig freuen sich gemeinsam mit Pfarrer Tumaini Ngonyani über den gelungenen Bau und nehmen den Dank der Menschen gerne entgegen. Tumainis Mutter Elizabeth leitet die Krankenstation, die Schule und den Kindergarten. Die 73-Jährige hat ein Leben lang als Krankenschwester und Hebamme gearbeitet.
Anfangs haben die Menschen hier im Dorf geglaubt, dass Tumaini sehr reich sei. Inzwischen haben sie verstanden, dass er jeden Euro, den er besitzt, für uns hier einsetzt. Für die Schule, für den Kindergarten, für die Krankenstation. Er arbeitet nicht für sich, er arbeitet für uns. Als Tumaini 4 Jahre alt war, sind seine Eltern mit den Kindern von der Stadt Njombe in das Dorf Mzindo, den Geburtsort seines Vaters, gezogen. Die Mutter von Tumaini begann mit den Frauen zu arbeiten, mit den Kindern lesen und schreiben zu üben, anfangs im Freien. Sie wurde zu einer Leitfigur im Dorf. Gern erinnert sich Tumaini an das Aufwachsen mit seinen Brüdern, Innocent, Tuso und Nefe und mit Schwester Upendo. Die Familie verfügt über Ackerland, wo sie Gemüse und Obst anbaute, Schweine, Hühner, Schafe und Kühe züchtete. Die Hilfsorganisation RIFO, bei der Mutter und Geschwister von Tumaini neben anderen eine wichtige Rolle spielen, bezahlt die Gehälter der Lehrpersonen, sorgt für einen hochwertigen Unterricht, für das Essen und für die Unterbringung der Kinder. Die Kinder haben großen Spaß, Elsa und Magdalena aus Südtirol ihre Sing- und Tanzkünste zu zeigen. Essenszeit. Geduldig warten die 163 Kinder und Jugendlichen des Kindergartens und der Primary School mit ihren Tellern, bis sie drankommen. Einmal am Tag erhalten sie ein warmes Essen, meistens ist es vegan. Da wird aus dem weißen Mais Ugali zubereitet. Dazu gibt es Boga, eine Art Spinat und Bohnen. Manchmal kommen auch Süßkartoffeln oder Kochbananen auf den Teller. Dazu je nach Saison Tomaten, Papayas, Avocados oder Mangos. Das Auge isst mit, sagt ein Sprichwort. Auch die Gäste aus Südtirol essen mit den Fingern. Die Speisen werden durch das Berühren griffiger und noch genussvoller. Die Familien zahlen Schulgeld für ihren Nachwuchs. Sie wollen ihren Kindern eine gute Bildung ermöglichen. Manche aber können finanziell nichts beitragen. Dann übernimmt die Hilfsorganisation dank freiwilliger Spenden aus Südtirol, so wie im Fall von Shafi. Rund ein Drittel der tansanischen Bevölkerung lebt in absoluter Armut. Die derzeitigen internationalen Krisen verschärfen die Situation. Seit dem Ausbruch von diesem Krieg sind fast doppelt, also die Kosten. Wenn wir zum Beispiel im Monat für Essen und Materialien kaufen, haben wir, sag mal, 1.000 Euro verwendet. Jetzt müssen wir über 2.000. Die Kosten sind wirklich sehr, sehr hoch. Der Boden ist fruchtbar. Hier werden zum Beispiel Ananas angebaut. Das benötigte Obst und Gemüse für Kindergarten und Schule pflanzt die Hilfsorganisation selbst an. Tumainis Bruder Tuso bestellt mit seinem Team die Felder, achtet auf Vielfalt und Fruchtfolge. Für mich ist auch wichtig mit diesen Projekten, vor allem Kinderprojekte, also Erziehung, das gehört einfach dazu, auch die Ernährung, gesunde Ernährung. Und bei uns hier wächst vieles, man braucht nur die Grundlage wie Wasser und so. Und wenn man das hat, dann kann man vieles so selber bewirtschaften. Wir haben Gemüse, Obst und wir tun das zuerst eben, um die Ernährung der Kinder zu versichern. Aber zweitens, es sollte auch eine Geldquelle. Das heißt, wir wollen mehr produzieren und was üblich ist, können wir verkaufen, weil der Markt ja auch sehr groß ist. Viele von den Kindern sind Waisenkinder oder die Kinder, die kommen von ganz schwierigen Lebensumständen. Und daher können die Eltern nicht zahlen, obwohl die Kinder selber haben Freude hier. Und deshalb versuche ich durch diese Projekte, dass es sich trägt. Im Stall werden Kühe versorgt. Der Mitarbeiter Nurdin ist gehörlos.
Er versteht die Tiere auch ohne Worte. Tansania liegt in Ostafrika und ist ungefähr dreimal so groß wie Italien. Aber mit 61,5 Millionen Menschen leben dort in etwa gleich viele wie in Italien. Die Amtssprache in Tansania ist Swahili. Die Hauptstadt heißt Dodoma. Der Regierungssitz aber ist in Dar es Salaam, einer bedeutenden Stadt an der Küste des Indischen Ozeans. Tansania zählt zu den politisch stabilsten und friedlichsten Ländern in Ostafrika. Der Hafen von Dar es Salaam ist nach jenem von Mombasa in Kenia der zweitwichtigste Hafen in Ostafrika. Kaffee, Baumwolle, Tabak, Tee, Kautschuk, Gewürze und Bodenschätze wie Steinkohle, Eisenerz, Gips und Phosphat werden über diesen Hafen in alle Welt gebracht. Obwohl das Leben in Tansania von Stammesbräuchen und von Ahnenkultur geprägt ist, gehören etwa 43% der Menschen dem Christentum an, 38% dem Islam. Rund 1% sind Hindus. Tumaini Ngonyani begleitet Elsa und Magdalena in die katholische Metropolitan-Kathedrale St. Joseph's von Dar es Salaam. Die Kirche vor dem Hafen wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und ist für ihre Buntglasfenster berühmt. Süddeutsche Missionsbenediktiner sind 1888 nach Tansania gekommen. 1898 hat Pater Cassian Spies in Dar es Salaam die erste Niederlassung gegründet und die Kathedrale gebaut. Er hat als Jugendlicher das Vincentinum in Brixen besucht und am dortigen Priesterseminar studiert. Julius Nyerere wird in Tansania als Vater der Nation bezeichnet. Er war der erste Ministerpräsident und bis 1985 Staatspräsident der Vereinigten Republik Tansania, die 1964 aus der Vereinigung der beiden Staaten Sansibar und Tanganyika entstanden ist. Um das tief zersplitterte Land zu einen, ordnete Julius Nyerere Swahili als offizielle Landessprache neben Englisch an. Heute sprechen nahezu alle Tansanierinnen und Tansanier Swahili. Das ist der Quell eines nationalen Gemeinschaftsgefühls, ohne dass die Tansanische Republik nicht den heutigen Rückhalt in der Bevölkerung genießen würde. Mit einem Bruttoinlandsproduktanteil von 46% hängt Tansanias Wirtschaft zum Großteil von der Leistung des Agrarsektors ab. In der Landwirtschaft sind mehr als 3/4 der Beschäftigten tätig. Elsa befindet sich hier in einer Kaffeeplantage. In Tansania wird vorwiegend Subsistenzwirtschaft betrieben. Dabei geht es um Selbstversorgung, also um die Produktion von ausreichend Lebensmitteln für die eigene Familie. Maniok, Mais, Reis, Hirse, Hülsenfrüchte und Zuckerrohr, Gemüse und Obst wie hier Papaya werden angebaut. Auch der Fischereisektor spielt in Tansania eine wichtige Rolle. Mehr als 4 Millionen Menschen arbeiten in diesem Bereich. Anders als man meinen könnte, wird der größte Teil der Fische aber nicht im Indischen Ozean gefangen, sondern in den Seen. Wir befinden uns hier am Nyasa-See im Südwesten von Tansania. Er ist mit 30.000 Quadratkilometern viermal so groß wie Südtirol und das drittgrößte Binnengewässer Afrikas. Der Nyasa-See ist bekannt für seinen Artenreichtum an Buntbarschen. Touristisch punktet Tansania mit dem Kilimanjaro, dem höchsten Berg Afrikas. Mit der Serengeti-Savanne im Norden des Landes hat Tansania eines der größten Naturschutzgebiete der Welt.
Insgesamt verfügt Tansania mit seinen 16 Nationalparks und vielen weiteren Schutzgebieten über große Flächen ungezähmter Natur. Viele Touristinnen und Touristen kommen für eine Safari nach Tansania. Shafis Heimatdorf Namali ist von Mzindo rund 3 Autostunden entfernt. Als Shafi auf die Welt kam und sein Vater die körperliche Behinderung des Sohnes sah, verließ er die Familie. Elisabeth Maundi, die Mutter von Shafi, musste sich alleine um ihren Sohn kümmern. Seit Shafi in Mzindo lebt, kommt er nur alle paar Monate heim in sein Dorf. Mutter und Sohn freuen sich über das Wiedersehen. Wow. Wir sind jetzt hier beim Shafi daheim, da wo er aufgewachsen ist. Und der Shafi wird jetzt uns ein bisschen von seiner Geschichte erzählen und wie er da gelebt hat. This one is my house. I was living here. Das ist mein Haus. Hier bin ich aufgewachsen. Dort leben die anderen Familien des Dorfes. Oft bin ich einfach nur da gesessen, habe beobachtet und nachgedacht. Ich war gern hier mit meiner Mutter. Da drüben bin ich zur Schule gegangen. Ich lerne gerne, aber das Problem war, dass oft kein Lehrer hier war. Als mich die Vereinsmitglieder von RIFO eines Tages so gesehen haben, haben sie gesagt, Shafi, komm mit nach Mzindo. In unserer Schule sind mehrere Lehrpersonen. Dort kannst du dich entwickeln und lernen. Am Anfang war ich traurig, weil ich mein Dorf verlassen musste. Aber ich fuhr mit und kam 2016 nach Mzindo. Dort habe ich die 1. Klasse bis zur 4. Klasse besucht. Elisabeth Maundi wohnt alleine in einem kleinen Haus und versucht täglich, das Lebensnotwendigste zu organisieren. Beim Besuch ihres Sohnes stampft sie Mais, um mit dem weißen Maismehl auf dem offenen Feuer Ugali zu kochen. Ich bin so froh, dass RIFO meinen Sohn Shafi aufgenommen hat und ich bedanke mich. Ganz besonders überrascht es mich, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich hätte mir nie gedacht, dass mich jemals jemand aus Europa besuchen würde. Danke. Elsa und Magdalena sind beeindruckt von der aufrechten Körperhaltung der Frauen. Sie staunen, wie viel Gewicht sie auf ihrem Kopf tragen können. Ihre Versuche, es den Frauen gleich zu tun, scheitern kläglich. Einige Meter klappen dann aber doch. Trotz der reichen Bodenschätze, Naturschönheiten, vielfältigen Früchten und Gemüsesorten leben rund 14 Millionen Menschen in Tansania unter der Armutsgrenze. Sie müssen im Durchschnitt mit 70 Cent am Tag auskommen. Fast jeder vierte Haushalt ist arm. 4 von 10 Kindern sind mangelernährt.
In den meisten Ortschaften gibt es Brunnen, aus denen sauberes Wasser gepumpt werden kann. Nahezu alle Häuser sind aus der roten Erde gebaut. Die handgemachten Ziegel werden luftgetrocknet und gebrannt. Die Häuser dienen als Rückzugsort, aber das Leben spielt sich im Freien ab. Dort treffen sich die Menschen, arbeiten, kochen, waschen und handeln sie. Da machen sie gerade Chapati da beim offenen Feuer direkt vor dem Haus. Das ist ganz typisch da. Das ist so ähnlich wie Piadina oder Omelette. Und da kochen sie alle auf dem Feuer direkt im Freien. Das haben wir auch schon oft zum Frühstück gehabt. Das ist ganz gut. Wow. Asante, Asante Sana. Ne fein warm, frisch vom Feuer da. Hörst du mal. Das ist ein gut. Wie in vielen anderen Ländern ist auch in Tansania die Landflucht groß. Die Menschen erwarten sich in der Stadt Arbeit, Wohlstand, Zukunft. Aber so einfach ist das Leben in der Stadt nicht. Das hören Elsa und Magdalena auch in Songea, rund eine Stunde Fahrzeit von Msindo entfernt. Die Stadt in Tansanias Süden ist ungefähr doppelt so groß wie Bozen. Da ist pulsierendes Leben, wird an Verkaufsständen und in Geschäften alles angeboten, was die Menschen brauchen. Dreiräder bieten als Taxis ihre Dienste an. Mehr als 100 Projekte werden jährlich mit der Südtiroler Aktion Sternsingen in aller Welt unterstützt. Mit der diesjährigen Aktion soll unter anderem eine Werkstatt finanziert werden, in der maßgeschneiderte Dreiräder und Rollstühle für Menschen mit Beeinträchtigung hergestellt werden. Auch Shafis Dreirad wurde hier hergestellt. Einmal im Jahr kommt er zur Überprüfung des Dreirads in die Werkstatt. Elsa und Magdalena begleiten ihn. Safari ist der Werkstattleiter. Er ist zur Ausbildung nach Dar es Salaam gegangen. Als er zurückkam, hat er mit Unterstützung der Stiftung RIFO diese Werkstatt eröffnet. Insgesamt 20 Menschen aus verschiedenen Dörfern des gesamten Bezirks haben inzwischen ein Dreirad aus seiner Werkstatt bekommen und zwei einen Rollstuhl. Safari bildet in der Werkstatt andere junge Menschen aus. Sie können einen Beruf lernen und irgendwann hoffentlich sich und ihre Familien ernähren. Doch Safaris Werkstatt ist klein, der Bedarf ist aber groß. Aus verschiedenen Städten Tansanias sind Anfragen für weitere Dreiräder eingegangen. Sie sollen Menschen mit Beeinträchtigung Bewegungsfreiheit ermöglichen. Mit der Aktion Sternsingen unterstützt die Südtiroler Jungschar die Hilfsorganisation RIFO in Msindo dabei, neben der Grundschule eine größere Werkstatt zu bauen. Also gedacht wäre für die Kinder angefangen von 14 Jahren nach dem Abschluss von Grundschule aufwärts. Weil wir geben jetzt die Möglichkeit, dass die Kinder mit Behinderungen in die Grundschule kommen. Aber nachher brauchen sie irgendwie einen Beruf, sonst hat es keinen Sinn, ihnen eine gute Grundschule etwas zu geben und dann nachher landen sie auf der Straße. Und deshalb, eben, wenn sie abgeschlossen haben, also Grundschule, können sie hier dann weiter so mit Berufen ausgebildet werden. Gedacht, diese Fahrräder herstellen, wir haben schon einen Lehrer sozusagen, der will auch ihnen beibringen, diejenigen, die das können. Aber dann später auch andere Berufe wie Schneiderei, Schuster, Kerze dekorieren oder vielleicht auch backen, Brot backen oder Kuchen und so weiter und so fort. Also die Idee ist, alles Mögliche, was Menschen mit ihrer Behinderung machen können. Weil wir haben so viele Kinder zum Beispiel, die sind nur eingesperrt zu Hause, die haben keine Möglichkeit, was zu haben im Leben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, wenn wir vielleicht das anfangen,
dass wir ihnen so eine Ausbildung geben und dann nachher eine Lehre, eine Bildung haben, dann können sie selber selbstständig sein. Shafi ist mit seinem Dreirad viel selbstständiger. Er kann zum Beispiel Einkäufe eigenständig erledigen. Es ist für ihn eine große Erleichterung, nicht immer auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein. Das hat mit Würde zu tun. Magdalena hat sich das Dreirad von Shafi kurz ausgeliehen. Das Fahren damit ist gewöhnungsbedürftig und nicht so einfach. Schuster Hamadin Namtumbo tut sich da schon leichter. Er wohnt ungefähr einen Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernt. Bevor er das Dreirad bekommen hat, hat er sich an der Straße entlang gehangelt. Ich habe dieses Dreirad vor 3 Jahren bekommen. Es hilft mir sehr, in der Früh sicher zu meinem Arbeitsplatz zu gelangen und nach Feierabend nach Hause zu fahren. Ich wohne rund 1 Kilometer von hier entfernt. Vorher musste ich die ganze Strecke entlang kriechen. Das war sehr schmerzhaft, vor allem wenn es heiß war. In dem heißen Sand habe ich mir öfters die Knie verbrannt. Aber ich musste durchhalten. Diese Arbeit ist mein einziges Einkommen. Ich bin sehr dankbar für diese Hilfe. Menschen mit Beeinträchtigung haben es nirgends auf der Welt einfach. Auch in Tansania nicht. Doch die Dreiräder und Rollstühle erleichtern ihr Leben. Diese Leute sind sehr glücklich, die Dreiräder und Rollstühle zu erhalten. So können sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Davor gab es das für sie nicht. Sie mussten daheim bleiben, konnten nichts tun. Diese Räder verändern etwas. Durch diese neu erlangte Selbstständigkeit erfahren sie, dass sie Menschen sind. Zur feierlichen Übergabe der Rollstühle und Dreiräder aus Safaris Werkstatt sind viele Familien aus der Umgebung gekommen. Sie freuen sich mit ihren Angehörigen. Die Räder schenken Würde, Autonomie und Unabhängigkeit. Da wird probiert, vorgezeigt, das Fahren trainiert. Die Freude dieser Menschen ist groß. Sie fahren auf 3 Rädern in die Zukunft. Das alles ist erst durch die Aktion Sternsingen möglich, die Hilfe in die ganze Welt trägt. Aber vor allem dank eurer Spenden. Bitte öffnet auch heuer wieder den Sternsingerinnen und Sternsingern die Türen. Durch eure Spenden werden weltweit über 100 Projekte unterstützt. Thank you very much. Asante Sana.